Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Soweit ich mich erinnere, brauchen wir noch... Ach genau, ja, die Prüfungen. Wir haben ja unseren Zauberstab, aber wir müssen ja noch einen Zaubertrank machen und einen Trick vorführen, ne? Was haben wir denn alles für unseren Trank? Hirschkäfer, Geweih, Pulver, Pfefferminze, Schimmelschleim, Extrakt. Aha. Moment mal. Da fällt mir doch auch gleich was ein, was wir damit machen können. So. Wir haben ja die Geweihe, aber wir brauchen das Pulver davon. Also, gehen wir doch mal darüber. Weil ich glaube, den Schleim... Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Ach so. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke, weiße Maden. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Oh. Sogar eine weitere Zutat gefunden, oder wie? Ah, Tatsache. Eine Kristallfiole. Weltvergrößerungstrank haben wir immer noch dabei. Schleimextrakt, wo soll ich da die Presse ziehen? Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Und zack. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Super, gell? Es geht doch voran. Ach, da, Schimmelschleimextrakt, ja genau. Pfefferminze und Hirschkäfergeweihpulver haben wir hier. Pfefferminze? Hey, perfekt. Das brauche ich für meinen Trank. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. So, und dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, die zu zermahlen. In Ordnung. Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Ja, jetzt fehlt nur noch eine Kristallfiole. Toll. Ich sehe hier jetzt nicht in meinem Inventar, aber gut, das kriegt man auch noch hin. Und wir brauchen noch einen Hut und ein Kaninchen. Nur, wie machen wir das? Und natürlich ein mächtiges Artefakt dürfen wir nicht vergessen. Ich gehe mal nochmal zum Torwächter da oben. Vielleicht gibt's da ja was Neues. Scheint nicht so. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nochmal zum Tod. Dim, di, di, dim, dim, dim. Auf durch den Baum. Okay, da gibt es also wirklich nichts mehr zu finden. Schreibe in das Buch. Tu es. Was glaubst du, tust du da? Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ja, komm. Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Den Ofen. Ein massiver Ofen mit einem schönen Feuer. Er spendet wenigstens etwas Licht und Wärme. Ach Gott, ja, ich erinnere mich, was man damit machen sollte, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das Zeug dafür herkrieg. Und ich muss noch mal kurz zurück. Ist euch dieses Bild hier aufgefallen, hier im Hintergrund? Mich erinnert es irgendwie so ein bisschen an den Schrei. So mit dieser Verzerrung und so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam mir da gerade so der Schrei in Sinn. Gut, dann gehen wir halt nochmal zu ihm hier. Betrachtet die Karotte. Ach, da ist eine Karotte. Oh, stimmt. Tatsache, gar nicht gesehen.
Ja, das ist natürlich geschickt. Die Karotte passt nicht einmal mehr in den Käfig des guten Bertram. Vielleicht futtert er wirklich ein wenig zu viel. Oh, er ist so flauschig. Ich glaube, damit tue ich ihm einen Gefallen. Und nun? Hast du ihm jetzt einen Gefallen getan? Mit der Karotte wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen, Leute. Das ist ja logisch. Man muss sie halt nur erstmal finden. Benutze Karotte mit... Oh, kleine schnuckeliges Kaninchen. Wie sieht's aus? Eine leckere Karotte zur Abwechslung? Das Kaninchen ist eindeutig scharf auf die Karotte, aber es kommt trotzdem nicht nah genug ran, damit ich es schnappen könnte. Ich muss mir irgendetwas anderes einfallen lassen. Ja, und darauf hoch die Tassen. Das sollte funktionieren. So schnuffelig. Oh. Boah. Ja. Ah. Das arme Kaninchen. Oh. Nein. Du sagst es. Den Göttern sei Dank. Es war nur ausgenockt. Uff. Bei The Book of Unwritten Tales werden keine Tiere gequält. Hoffe ich. Wobei das auch schon Qual war mit dem Hin- und Herschlagen, ne? Oh, das arme Kaninchen. Oh, es tut mir so leid. Der kleine Kerl ist wieder putzmunter. Er mümmelt seine Karotte und sieht ganz zufrieden aus. Ach, den Göttern sei Dank. Das hat er schon richtig gesagt. Ja, jetzt brauchen wir noch den Hut. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Der ist beim Tod. Ist der Hut, den wir brauchen. Die Frage ist wirklich nur, wie kommen wir dahin, da oben? Ein Zylinder? Ich komme leider nicht dran. Komm, probier's mal mit Wingardium Leviosa. Ah, geht nicht, schade. Könnte man da hinkommen? Vielleicht fragt man ihn mal, vielleicht gibt er uns den Hut ja. Tod. Hallo. Ah, Tatsache, schaut mal alle. Das Ding da auf dem Regal, das ist ein Zylinder, oder? Du bist ja ein ganz Schlauer. Naja, ich bin ein Gnom von Welt. Er gehörte meinem Vater. Er hat ihn ständig getragen. Er war Totengräber. Ihr Vater war nicht der Tod? Nein, ich war der Erste in der Familie, der zur Uni gegangen ist. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein, Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Es ist ein altes Familienerbstück. Och, Manno. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Ja. Ja, natürlich. Aber es muss doch einen Weg geben. Mir sind die Hände gebunden. Solange dein Name nicht in dem Buch steht, darf ich dich nicht töten. So gern ich das auch würde. Danke. Ich muss weiter. Todlangweilig hier. Oh Mann. Todlangweilig. Ah, wie gut. Was hier fehlt stehen uns? Die Zutaten am besten. Ja, was fehlt uns noch? Eine Kristallfiole. Mist. Der Vergrößerungseffekt hält nicht so lange an. Ich sollte lieber in der Nähe der Kanalisation sein. Kristallfiole, Kristallfiole. Ah. Ja, Leute, ihr seht schon, ich bin jetzt gerade langsam ein bisschen am Straucheln gerade. Wie es weitergehen könnte. Vielleicht gehen wir erstmal zu dem, Staustelle und sagen ihm, wir haben das Kaninchen. Gucke mal hier. Somit muss man immer mit den Leuten schauen reden. Sie, hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Bin schon unterwegs. Ist das jetzt... Ah, okay, er hat zu lange an sich genommen. Da, schau an.
Okay. Hat er vielleicht eine Kristallfiole für uns? Wilbur, was kann ich für dich tun? Was war das noch für ein Wirken? Ach so, nee. Der Zylinder, ja, okay. Okay. Vielleicht. Ich habe gesehen, dass du. Vielleicht kann ich ihm ja das. Ey, ich will ihm das Rezept unter die Nase halten. Hallo. Ja, ist okay. Wilbur, was kann ich für dich. Ich muss weiter. Ich habe gesehen, dass du. Ja, schön für dich, dass du das gesehen hast. Das ist mir aber ehrlich gesagt so relativ latte. Betrachte das Bäumchen. Die Schlinge hat sich wohl nicht schnell genug geschlossen. Deswegen wurde das arme Karnickel in die Luft katapultiert. Das zeigt wieder einmal, dass man niemals Technologien benutzen sollte, die man nicht versteht. Oh, du bist schuld, Wilbur. Was? Wieso haut der jetzt ab, oder was? Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den Ball Magie gewirkten Stoff und, dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst? Sonst? Halte ich die Luft an, bis ich blau werde? Sind Sie nicht mehr mein Freund? Sag ich der Stadtwache, dass sie die verhaften soll? Mach mal Ersteres. Sonst halte ich so lange die Luft an, bis ich blau werde. Stört mich nicht. Ich schreie ganz laut. Wer sollte dich schon hören? Ich... Och. Sonst mag ich sie nicht mehr und sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Was haben wir jetzt bekommen? Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Ja, was haben wir da? Es sind einige Feuerwerkskörper Bingo. Drin. Ich weiß, was ich machen muss. Bingo, Leute. Bingo. Wir müssen jetzt wieder zurück zum guten alten Tod. Und müssen die Feuerwerkskörper in den Ofen schmeißen. Warum das Ganze, ihr werdet gleich sehen. Ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... im Ofen knallt und raucht es. Das ist noch nie passiert. Ups, sorry. Ich wollte den Spruch nicht wegklicken. Ich wusste nur nicht, wie viel Zeit ich bekomme. Wetterquarz. Weißkammgebirge. Todesdatum? Jetzt? Gleich. Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Seltsam. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Gut, aber spreche ich den jetzt noch an? Ach komm, machen wir mal. Red mal mit dem Tod noch. Tod. Hallo. Tag, Tod. Ich habe noch mal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Das ist ja wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Lebe wohl, Sterblicher. Ihr macht den Kopf schütteln. Das tat gut. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel.
Ah, schön. Aber ich würde sagen, als Tutor schauen wir uns im nächsten Part weiter um. Wenn es wieder heißt, Let's Play the Book of Unwritten Tales. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet erneut ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns dann auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es der Tod raucht. Wenn es wieder heißt, Let's Play the Book of Unwritten Tales. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.